Liebe Leute, was geht? Heute, er kommt! Heute ist ein ganz besonderer Tag und wir sind richtig spät dran. Der hohe Besuch ist endlich angekommen. Drehen wir die Kamera um und schauen, wer es ist. Was geht auf? Steve G! Bro! Finally! Gib her die Kamerinski! Alter! Bro! Alter, schön dich zu sehen! Es tut mir leid, Maus. Was ist mit meinem Papa los? Er springt fremde Männer an. Baby Maus, es ist nur Onkel G. Der Klatscher war zu laut. And you will stay in the paradise. Thank you so much. Yes. Simon, and then we will see you later. And then feel this little like your home. Thank you. Thank you so much. Thank you, Juan. Hey, Junge. Pass auf, Katze übrigens. Yeah. Sie tarnt sich immer sehr gut. Ja, 10 Tage Anreise, ne? Heftig. Keine Ahnung, ich glaube, ich fahre wieder. Reicht auch, ne? Ich check noch gar nichts, also wirklich nichts. Ich bin hier unten gerade hergefahren, da hat man schon alles gesehen. Ich habe schon ein Video gemacht. Ja, ey, man muss es sich auch erstmal verdienen, um in die Village Chive zu kommen. Erstmal 10 Tage Anreise, Junge. Also ich habe Blut und Wasser geschwitzt, alles, aber gutes Essen gehabt. Haben wir alles gesehen. Ja, alles mitgenommen. Okay. Mit dem guten Essen wird gleich weitergehen. Suga hat nämlich Essen für dich vorbereitet. Ja. Oh Mann. So, dann willkommen auf Steve G. Der Baustelle Villa Chivo. Hey. Für 10.000 Euro? Nein. Für 25.000 Euro? 50. Für 50.000 Euro wieder zurück nach Deutschland, jetzt instant? Nein. Ich glaube nicht. Ne, würde ich nicht machen. Alter Junge. Ich würde sagen, Steve G, gar nicht lang schnacken. Zieh dich aus, Junge. Und springe mal rein. We are here. Junge, Alter, wie geil ist das? Welcome to... Scheiße. Welcome to Tampa Hills. Junge, Alter, ich check gar nichts. Alter Junge, was ist das? Alter, ich bin gerade in so einem Film. Prösterchen! Ich hab Gänsehaut. Das war der Pool so kalt. Nein. Freunde, er ist einfach nur unfassbar. Und der hier geht jetzt auf die Villa Chivo. Ich wollte gerade sagen, genieß, aber ist okay, wir haben noch richtig viel über. Muss ich bei euch auch noch meinen Impfpass auch vorzeigen? Bitte, ja. Ey, gleich wirklich, vorne bei Sugar am Training. Ey, bei der Fähre, jetzt wirklich ohne Scheiß, 9 Mal oder so musste ich den vorzeigen. Ja, ja. So, Steve G, nachdem du hier lecker gegessen hast, dachte ich, zeigen wir dir einmal dein Zimmer für die nächsten Wochen und Monate. Hast du das Zimmer gekauft? Also nur mal eben kurz zum Sagen, ich finde, es sieht in echt nochmal komplett anders aus als in den Videos. Ich habe gerade schon zu Chen gesagt, man denkt wirklich, man kennt ja schon alles, aber man kennt eigentlich nichts. Also, weil aber besser oder schlechter? Besser. Schlechter wäre natürlich nicht so gut wie das Video. Wirklich direkt wieder nach Hause. Warte, ich gehe als erstes rein. Achso, okay. Warte. Oh. Okay, einfach rein. Ich würde sogar hier drauf schlafen. Alter, ich kann da halt leider nichts zu sagen, weil mir fehlen wirklich die Worte. Jetzt bin ich schon wieder so laut wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht. Man kann da nicht in Worte fassen einfach. Das ist wie ein Traum. Ey, diese Muscheln, sind die von hier? Ja, die haben wir in Gili Asahan gefunden.
Die habe ich übrigens gesehen, Gili Asan, während der Fähre. Hallo Jana. Da fahren wir sicherlich auch noch hin. Ja, und ich habe ja jetzt auch noch ein paar Geschenke für euch. Oha. Hier hast du sogar deinen eigenen Schreibtisch, wenn du mal alleine editieren möchtest oder sonst was. Ich will alleine schreiben. Also wenn du hier auch, also das ist ja wirklich... Sich hier einen runterzuholen? Genau derselbe Gedanke, ey. Es tut mir so leid, dass ich hier nicht rumschreie, aber ich kann das wirklich alles nicht glauben. Also das, wirklich, als würde ich aufwachen gleich und dann bin ich wieder in Jakarta, 8 Tage Quarantäne wieder irgendwo. Und dann vielleicht aber auch in Ahaus. Ja, vielleicht auch das. So, ja. Ich. So, ich, seid ihr ready? Wir sind bereit. Wow! Ein neuer Helm für dich! Wow! Dein Köpfchen ist ja schon ein bisschen größer geworden. Ja, da ist der Roller, ja. Direkt fahren. Ich glaube, Mila möchte gerne zu den Muscheln. Ja, dann geht doch mal zu den Muscheln. Sekundenkleber! Jetzt können wir auch wieder einwedeln. Und dann noch für Sabibo. Jetzt denken die Leute wirklich ernsthaft, ich habe so eine Scheiße mitgebracht. Gemüsebrühe ist etwas, was du hier nicht bekommst. Und du kannst halt richtig geile Gerichte machen mit diesem extra Gemüsebrüh. Extra. Gewürz. Gemüsebouillon. Bouillon. Ich glaub's nicht. Alles Gute zum Geburtstag. So, ich habe jetzt selber Gemüsepaste gemacht mit dem Thermomix. Ja. Ist auch ganz gut. Aber es ist nicht das Gleiche. Ich konnte leider nicht mehr mitnehmen, aber ich bei Garuda... Dein Ernst? Wurde das jetzt hier 3 Wochen transportiert, um hier nach einer Sekunde Übergabe einfach auf dem Boden zerfleddert zu werden? Also das dürfen wir auf gar keinen Fall verschwenden. Irgendwer wird sich jetzt hier eine Leine ziehen, ne? Das muss weg. Steve G, und ich habe das Gefühl, das bist du. Wenn man deine alten Videos anguckt, dann bist eindeutig du das, mein Schatz. Aber ich esse sowas eigentlich nur, wenn ich einen übelsten Kater habe. Ja. Was meinst du, was wir vorhaben über die nächsten 6 Monate? So, sehr geil. Steve G, vielen, vielen lieben Dank. Aber ich habe ja noch 2 kleine Sachen. Und zwar habe ich auf der Fähre noch eine Kleinigkeit gefunden. Und zwar deinen damaligen Popschutz. Den hatte so ein Indo einfach in der Nase stecken. Wir werden versuchen, das nochmal drauf zu stecken. Vielleicht... Ja, riecht ein bisschen nach Nase. Ja, wenn ihr Steve G's Reise und seinen Aufenthalt hier vor Ort in der Villa Chibo verfolgen wollt, dann checkt ihr natürlich mal seinen Kanal aus, unten in der Beschreibung verlinkt. Es wird eine verdammt spannende Reise. Oh, was ist das? So, und damit Cheng jetzt in Zukunft bald auch Slow-Mo, Super-Slow-Mo-Aufnahmen mit seiner Kamera machen kann, ich war selber verwundert. 300 Megabyte pro Sekunde ist ja heftig. Ja, das Krasse ist tatsächlich, dass diese ganzen Karten so Fake-Zahlen draufstehen. Nicht Fake, aber ja, die so versuchen... Wie, so wie Internetleitung zu Hause. So. Sie haben 50er Leitung und dann hast du kommt 13. Aber nur 6000 an. Ja, naja, genau. Genauso sind diese Karten auch. Du musst auf diese kleine, auf so eine kleine Ziffer achten, hier oben. Dieses V90 bedeutet, dass es kontinuierlich durchgängig 90 Megabyte die Sekunde. Ach so, und 300 kann, so nur so im ist, allerbesten ist Fall. Max, genau richtig. Okay, und dann auch nur über einen temporär kurzen Zeitraum. Das ist wie so ein Boost, den er einschieben kann, aber es geht nur ganz kurz. Aber wenn du kontinuierlich alles schickst, dann 90 Megabyte die Sekunde. Ja, die ist ultra schnell. Ja. Mit der können wir jetzt 120 Bilder auf 4K aufnehmen oder 240 Bilder auf Full HD. Das ist nice. Back to Slow-Mo, guys. Geil, lass mal einen Scooter bestellen und mal richtig geil Slow-Fahren. So, ich weiß gar nicht, was wir heute Abend noch vorhaben. Ich schätze mal, wir fahren gleich nach Kuta und werden uns noch betrinken. Spaß, wir werden gleich noch lecker Pasta Night im El Bazar essen. Werden wir echt gleich fahren? Nee, noch nicht, aber später, also ja. Später? Ja. Oh, Alter, ich bin ja aufgeregt. Es wird eine geile Zeit, Freunde. Freuen uns sehr. Schreibt mal in die Kommentare, soll ich einen Roller kaufen oder lieber einen mieten? Eure Kommentare sind immer so richtig, da weiß immer jemand die perfekte Lösung. Das ist die Team Chibo Community. Da sind ein paar sehr, sehr intelligente Menschen und vor allen Dingen auch kreative Menschen das dabei. Stimmt. Da bin ich auch sehr, sehr stolz bin drauf. Ich auch zu. So, liebe Leute, wir befinden uns jetzt gerade im... Oh, warte.
Sound? Einmal kurz den Sound anmachen. Ich glaube, das Mikrofon ist startklar. Wow, jetzt können wir mich sehen. Liebe Leute, wir befinden uns gerade im El Bazar und heute ist Mittwoch. Das bedeutet Pasta Night und wir genießen jetzt richtig leckere Pasta. Schauen wir mal hier, was ich hier habe. Lecker Ratatouille mit Burrata. Sabibo hat Ravioli mit Walnussbutter und Rucola. Ich habe schon angefangen zu essen, aber dann bin ich auf die grandiose Idee gekommen. Ah, wir drehen doch einen Vlog, lass mal schnell zeigen. Du Schatz, warum hast du Ravioli gewählt? Weil Mila das mag. Ich bin deine gute Mama. Mila ist ein kleiner Ravioli-Bär. Und Steve G, wie ist dein Essen? Es ist à la Bonheur. Aber was isst du denn Feines? Bonheur. Es ist Pilz-Tagliatelle, so ein bisschen breiter, weil ich halt auch so breit bin. Und, ja, aber schmeckt wirklich übelst geil. Ein geiles Trüffelöl, Alter. Und was sehe ich denn da hinten im Schatten stehen? Na, haben wir schon mal ein bisschen geleert hier, ja. Was hast du gerade gesagt? Was? Was hast du gerade zum Bintang gesagt? Das ist das leckerste Bier, was ich bisher getrunken habe, so seit langem. Ja, liebe Leute. Ja, liebe Leute. Liebe Leute, also man kann hier wirklich nichts sehen, wenn die Lampe nicht an ist. Wir werden jetzt hier genießen, den Abend ausklingen lassen. Steve G, richtig schön, dass du am Start bist. Es werden nun gemeinsam sehr, sehr viele Abenteuer stattfinden hier auf Lomski. Wir fangen auch Ende des Monats direkt mit was Atemberaubendem an, im wahrsten Sinne. Junge, Alter, der war echt richtig gut. Wir werden euch natürlich mitnehmen. Auf Schritt und Tritt und auf der Villa Chibo passiert wieder Unmengen viel. Checkt Steve G aus. Wenn ihr nichts verpassen wollt, werdet ein Teil von Team Chibo. Stay positive, wie immer. Und? Tschüssikowski!